Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Das Ende des Buches Job hören wir heute in der Lesung. Trotz allen Unglücks, trotz aller Zweifel seiner Freunde blieb Job unverbindlich in seinem Glauben an Gott. Ja, mehr noch, jetzt erst hat er Gott geschaut, wie er selbst sagt. Diese Treue wird ihm vom Gott gelohnt. Heute wird in Deutschland der Tag der deutschen Einheit begangen. Der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Gemeinschaft in Europa. Im Kleinen wie im Großen merken wir immer wieder, dass es viel schwieriger ist, zwischen Menschen eine Verbindung aufzubauen, als zu spalten und bestehende Verbindungen zu trennen. Manchmal muss man etwas aufgeben um des anderen Willen. Der Glaube an Gott, der seinen eigenen Sohn opfert, um mit dem Menschen einen neuen Bund zu schließen, kann uns dazu immer wieder Ansporn sein. Bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und alle Brüder und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unser. Der mächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Ein mächtiger Gott, du Lenker der Welt, deiner Macht ist alles unterworfen. Wir bitten dich für unser Land. Gib den Männern und Frauen, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, Weisheit und Tatkraft. Gib allen Bürgern die rechte Gesinnung. Lass Eintracht und Gerechtigkeit in unserem Lande herrschen und schenke uns allezeit Glück und Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Job. Job antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich und atme auf in Staub und Asche. Der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Jobs mehr als seine frühere. Er besaß 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Esel. Auch bekam er 7 Söhne und 3 Töchter. Die erste nannte er Jemima, die zweite Kezia und die dritte Keren Hapuch. Man fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter Jobs.
Ihr Vater gab ihnen Erbbesitz unter ihren Brüdern. Job lebte danach noch 140 Jahre. Er sah seine Kinder und Kindeskinder, vier Geschlechter. Dann starb Job, hochbetagt und satt an Lebenstagen. Wort des lebendigen Gottes. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde, du hast den Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kehrten die 72 zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem er den Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein: Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Königen wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lass uns beten zu Gott, dem Herrn der Geschichte, der mit seinem Geist die Menschen zur Einheit ermutigt. Dreieiniger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die beschaulichen Orden, dass durch ihr Gebet und Opfer das Leben der Kirche erneuert wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Suchenden, dass sie in der Hast unserer Tage zu Stille und Einkehr finden. Wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Teilnehmenden an Exerzitien und geistlichen Übungen, dass ihr Glaube und ihre Liebe genährt werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Familien, dass Glaube und gemeinsames Beten bei ihnen lebendig bleibt. Wir bitten dich, erhöre uns. Der dreieinige Gott sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, du hast die vielen Opfer, die dir je vom Menschen dargebracht werden, in dem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir laden sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr Heiliger Vater, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deiner Güte erschaffen und ihn, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deiner großen Barmherzigkeit erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Singt in Himmel und auf Erden.
du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem ihr ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm ihr das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof, allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben von am Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in den Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind erst, darum bieten wir voll Vertrauen. Vater, ich bin hier, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, bist du wieder will, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, bist du wieder will, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, bist du wieder will, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Danke für eure Teilnahme an diesem Gottesdienst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön. Der Herr sei mit euch. Er segne, behüte und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.